Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer etwas Neues, ist immer was los. Der König ist eher abwartend und zurückhaltend. In den letzten Tagen war alles zu viel. Jetzt genießt die Zeit mit seiner Gemahlin. Die Königin spürt seine Liebe. Es ist gerade eine schöne Liebesenergie. Nicht nur der König und die Königin genießt ihre Liebe, sondern auch der hübsche Prinz. Und die schöne Prinzessin. Der Prinz zeigt, offen zu sein für diese Liebe. Und das ist spürbar, aber ohne Worte. Das hält er noch zurück. In die kommenden Tagen kommt aber eine Liebesnachricht. Endlich öffnet sich und spricht über seinen Gefühlen. Seine Mutter, die Königin von Nachbarsland, möchte mit ihm auch sprechen über die Zukunft. Er, der hübsche Prinz, sagt aber nichts über die Prinzessin. Er sagt auch nichts, was er vorhat. Er verschweigt etwas von seiner Mutter. Diese Geschichte hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne und Mond steht in Harmonie. Nach indischen Berechnung befindet sich Sonne in Zwillingen, das ist Luftelement, und Mond im Löwe, das ist Feuerelement. Und die beiden Elementen Feuer und Luft steht in Harmonie. Und das ist auch spürbar. Sie nehmen ihren Gefühlen intensiver wahr. Es ist eine Liebesenergie, weil Mond bewegt sich im Mondhaus Makha und es wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Stern der Könige, der Herz der Löwe. Und das aktiviert unserem Herzensangelegenheiten, nicht nur bei der König und Königin, sondern auch bei der hübschen Prinz und die schöne Prinzessin. Mars und Venus steht auch in harmonischen Verbindung. Der Mondbewegung bildet sich ein Halbsextil zum Mars und bildet sich ein Halbsextil zum Merkur. Und das bedeutet, der hübsche Prinz nimmt seinen Gefühlen intensiv wahr, ist er auch offen über Gefühlen sprechen. Aber Mars und Merkur ist im Krebs und das deutet darauf hin, dass er seiner Mutter gegenüber eher zurückhaltend ist und schweigt. Und das war diese Quelle, diese Information zu meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.